Ach ja, welch glorreiche Musik. Rule Britannia. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Age of Sail. Ultimate Admiral. Ach ja, schön, darauf habe ich gewartet, endlich kommen wir spielen. Huhu. Und das Lied fängt von vorne an. Das Spiel ist eine Mischung aus Ultimate General Gettysburg und, ich glaube, Naval Action. Auf jeden Fall ist das eine Mischung aus Land- und Seegefechten, was sehr cool ist. Und wir legen direkt mal los. Wir machen Kampagne. Und zwar können wir jetzt entweder Briten oder Amerikaner spielen. Wir spielen Rule Britannia. Die Musik hat uns schon auf jeden Fall angereizt, das zu nehmen. Die haben mehr Manpower auf jeden Fall. Ein paar Grenadiers in den Tod schicken. Liners, Rankers, glorreich. Zum Sieg oder zur Niederlage. Aber es gibt nur glorreich sein. Egal ob Sieg oder Niederlage. Wie auch immer. Es geht los. In so eine kleine Story. Am Anfang ist alles Englisch. Da müssen wir ein paar Entscheidungen treffen, was wir gut können und was nicht. Das ist ganz cool. Ihr werdet sehen. Also, los geht's. Rule the Waves. For generations, my family has sailed the seas. Since before my grandfather's time, it has been our destiny. And now, it is mine. One day I went sailing and found that my old boat had sprung a small leak. Also, mein Boot hat ein Loch. I repaired the hole with my drifted wood I found nearby. I patched the hole with the wood from another boat. I took a risk and went to sea anyway. I would fix the hole later. So, jetzt haben wir mit der Mosse rübergehen, sehen wir, was wir kriegen. 10% Erfolgschance. Minus 5% Upgrade-Punkte und hier sind 5% minus Repair Costs. Und ich würde Erfolgschance lieber nehmen. I took a risk and went to sea anyway. I would fix the hole later. At 12, my uncle made me an apprentice aboard his ship. Standing between land and sea, I felt like a man for the first time. Anticipating a life on the open sea, I dreamed of battle and glory on the horizons. But life is difficult in the Royal Navy, far removed from dreams of glory. Remembering my father's lessons, I worked hard to impress the crew. In time, I was made a midshipman, beginning new responsibilities. Das ist ganz cool, ich finde das cool. I drilled the men relentlessly and made sure we had the most accurate gunner in the fleet. 5% mehr Trainingsgeschwindigkeit oder Kosten. Das hier sind 5% weniger Casualty Replacements, also 5% weniger Tote nach einer Schlacht. Und das hier ist Morale, 5 Hiring Veteran Costs. Also wir nehmen das mit dem Leute wieder kriegen nach der Schlacht. In battle, I bravely carried wounded crewmen to the ship's doctor while under fire. We were forged together in the crucible of battle. For gallantry, I was recommended for promotion to the rank of lieutenant. But first, I must pass the lieutenant's exam. I was summoned before a board of captains. After a lengthy examination, they asked me what I thought the Navy's greatest strength was. The Navy's greatest strength is here, Reputation, das habe ich genommen, das ist plus 1 Reputation nach jeder Schlacht, dann haben wir hier 10% Requirements for Access to Next Level und Officer Hiring Officer Costs. Wir nehmen auf jeden Fall Costs, Reputation. Reputation, I responded. Other nations fear us and we can use this to our advantage. They nodded their heads in assent, then asked me for my appraisal of the Navy's current strategic situation. Und ich weiß schon, was ich genommen habe. Und hier nehmen wir, das Enemy Strength. Achso, das ist Schwierigkeit. Dann nehmen wir mal das mittlere, Medium. Our fleet is admirable, but our enemies are always looking for an advantage to use against us. An old, grey-haired captain asked me about my skill in the organization of amphibious operations. Und auch das mittlere. I've read many books about tactics and strategy. And I am confident in my ability to command. The board applauded my answers and took a moment to reach their consensus. Congratulations, sir, they said. You have just made lieutenant. Und so einfach ist das. Horatio Nelson, Rodney Bridges oder Jarvis John? Ich glaube, wir nehmen Rodney Bridges.
Nelson? Ist es der Nelson? Der ist aber jung. Wir nehmen den hier. Luck, aber hier ist nichts anders, ne? Nö. Okay. Los geht's. Ja, ich muss jetzt ein bisschen den Sound einstellen. Also, ich konnte nichts an dem Sound ändern im Anfang. Also, vieles einfach zu laut. Boah, meine Güte. Meine Güte. Wenn sich das so reinzieht, dass sie so stattgefunden haben. Stattgefunden. Spain. Guards the mouth of the San Juan River. Security place for the creation under command of the Captain General of Guatemala. Securing the entrance to the river opens the route to Lake Nicaragua. And will bring all these rich lands under the authority of Britain and His Majesty King George III. Next. Das müssen wir einnehmen. Irgendwas stimmt mit der Auflösung nicht. Also ich sehe, dass manche Auflösungen Rennerdistanzen nicht stimmen und auch Anti-Aliasing irgendwie nicht vorhanden ist. Ich habe aber alles auf Ultra gestellt, also a frontal attack seems suicidal, but it seems we have no other option available. We will have to secure the fishing village and march uphill, size the fort and disable the coastal batteries. The Spaniards will do their best to cancel your plans, so you need to act swiftly and fast. Ach so. Be aware, the enemy coastal guns, they can obliterate your... Oh, your assault troops. Oh, das ist krass. Die können also auf meine Truppen schießen. So, geht's schon los. Spotted. Spain and Naval Patrol in the area. Ich mach schnell weiter, weil die schießen schon aufeinander. Und das ist unsere Reserve. So, weiter. So, das ist die Richmond. Unser erstes Schiff. Und das ist ziemlich cool. Ich wollte irgendwie noch näher ran. So, wir müssen schnell mal drehen hier. Feuermänner! Schießt genau wie ihr könnt! Na toll, das ging daneben, das ging daneben. Zwei Treffer, ein Treffer. Sehr schön, sehr schön. Ja, yeah, sie jubeln. Segel setzen. 75 Speed. Oh, komm, wir geben dir mal eine Kartätschensalve. Wie wär's? Räumen wir mal ein bisschen das Deck auf, hä? Ich bin ein Kartätschenfreund. Ja, genau. Fahrt voll in unsere Breitseite rein. Wir kriegen jetzt peu à peu die Schiffe dazu, sobald die in Reichweite sind. Drehen, drehen, drehen! Drehen, drehen, drehen! Fallen die auch da um? Sehr schön. Wunderbar. Oh, die schießen auch! Die Marinesoldaten, wie geil ist das denn? Ich glaube, die haben nicht so viele da. Puff, cool. Oh, unser nächstes Schiff ist verfügbar. Wir können auch sagen, KI gesteuert. Nochmal ein paar Kartätschen. Feuer! Da hier, wir müssen eigentlich vielleicht schnell zum... Boah, sehr schön. Oh, und das hat die getroffen, das wäre auch super. Sehr schön, das waren ein paar weniger. Sehr schön, dann gehen wir wieder zu Kanonen. Drehen, drehen! Wir fahren zwischen die! Scheiß drauf! Volle Kraft voraus! Männer! Er will drehen! Oh Mist, jetzt kriegen wir eine volle Frontseite. Oh oh! Oh oh! Feuer! Slow-mo, slow-mo, geil! Oh oh, friendly fire! Sie brennen! Sehr geil! Das macht jetzt schon Spaß. Los! Wir drehen mal, wir tauschen mal unsere Seite ein bisschen. Die brennen. Haben sie leer geschossen? Ich schieße noch. Okay, weiter geht's. Dann schießen wir noch mal ein bisschen auf die anderen da. Kann ich entern? Das würde ich gerne wissen. Board. Target must. Okay, Range of. In Range, okay. Oh, das ist gut. Feuerfreimänner. Können auch die Segel kappen, aber ich bin nicht so der. Segelkapp-Fan. Komm, drehen, Leute, drehen. Die bleiben hinter uns. Das ist gut von denen, schlecht für uns.
langsamer. Ja, schön. Trotzdem mal ein paar KT-Schnitten rein. Okay, weiter vorwärts. Komm schon. Sehr schön, sehr schön. Oh, das hat gesessen. Oh, das hat gesessen. Sehr schön. Wir können auch sagen, KI steuern. So, bumm. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr kriegen. Die segeln sehr langsam. Ich kann ihm sagen, er soll den angreifen. Wir bleiben bei dem hier. Sehr schön, sehr schön. In beide Richtungen schießen ist super. Wenn die weit weg sind. Och, schön. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, entern geht noch nicht oder gibt es noch nicht. Das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube nicht, dass ich mit den Rudermannschaften da irgendwie was machen muss. Wir stehen so eigentlich ganz gut. Komm, wir gehen mal gerne auf Kartätschen. Geht ihr wilder hoch? Ist egal. Haben wir 9. Die Dorset ist da. Sehr schön. Hat auch gar. Guck mal, mit dem kann ich entern. Mit dem jetzt auch. Wir wissen, ob, woran das liegt, dass das geht. Master Range, Ship Follow Hawks, bla 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 bla. Das ist nur mit KI vielleicht, das kann sein. Wir werden es rausfinden noch. Ich das ausmache? Oh, was ist das jetzt? Warte mal kurz. Das würde ich jetzt mal gerne. Schaffst das schon. Ich mache sie das jetzt. Wo hört ihr das? Ich hab. Das ist die Kanonenschüsse von da hinten, ne? Ich glaube, es ist zu früh. Wir müssen schießen. Die Dorset. Warte mal, ist das ein Truppenschiff? Es ist ein Truppenschiff. Das ist nicht gut. Entern wird wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Vollgas, weg da. Der müsste mir helfen. Manual Aim. Lol. Lol. Komm, helf den schnell. Ich glaube, die ziehen sich zurück. Das kann auch sein. Feuer frei! Oh, scheiße, kann ja gar nicht. Scheiße, wenn wir noch auf Dingens. Aua, aua. Oh, schön, 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 schön. Sehr schön, sehr schön. Oh, das sitzt, das sitzt. Ja, die hauen ab. Die hauen ab. Ich verstehe schon. Bum, 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 bum. Ich glaube, die haben nur noch. Die haben nur normale Kanonen. Komm, die können nicht mehr lange machen. Ah.
Ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Schiff nicht. Wo ist der Wind? Müssen wir ein bisschen drehen. Wo ist denn der Wind? Bum, 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 bum. Eben irgendwo einen Kompass gesehen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der ist. Komm, viel kann er nicht mehr aushalten. Sehr schön. Und, ob das geht? Ist denn da weg? Komm, setz was drauf. Volle Kraft voraus. Nicht dabei drehen. Ah! Die Schiffe können rückwärts fahren, das ist ja toll. Vorwärts! Ich glaube, wir fahren mal voll drauf los. Boom, abgeprallt, geil. Das ist der Wind. Das sehe ich ihn erst, ich Trottel. Oh, was ist los? Feuer? Ne, die schießen auf die. Oh, hier haben wir noch... Sind das die Spanier? Das sind die Spanier, die kommen zurück. Wir haben ja viel Scheiße gebaut hier. Nicht so gut. Und die müssen hier alle weg. Weg hier. Oh nein, bitte enter die... Warte mal. Wollen die entern? Wollen die entern? Das glaube ich nicht. Komm mal wieder helfen hier. Mein Gott. Ist das cool. Also ich finde es schon ziemlich cool bis jetzt. Vorwärts! Dann zweimal, das bedeutet... Ankern vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Oh nein, das ist nicht gut. Die Plymouth! Mehr Soldaten als die an Bord. Wir schaffen dies ja. Jetzt entern. Los, funktioniert's? Muss doch funktionieren. Und es muss so sein. Hohohoho. Boah, ist das kompliziert. Man muss diese drei Schritte einhalten, oder was? Das sieht nicht gut aus für unsere Truppentransporter.
Die Sandwich, ja, ihr seid doch alle gesandwiched worden. Das hat funktioniert! Und jetzt? Line Cup? Nee, nee, nee. Jetzt müssen wir langsamer werden. Ich glaube. Jetzt ziehen sie die ran. Und die müssen hier weg. Oh, das sieht nicht gut aus. Richmond won the boarding. Das war's schon? Ist das jetzt unser Schiff? Lol. Wir können jetzt auch irgendjemanden transferieren. Oh, scheiße, toll. Ist das jetzt schon vorbei? Schnell weg hier. Wir brauchen das volle Schiff. Es sinkt, es sinkt. Okay. Toll, so viel dazu. Das haben wir schon richtig auf den Sack gekriegt. Okay, volle Kraft voraus. Machen wir ein bisschen schneller kurz. Geh mal schnell hier hin. Guck mal, geht's jetzt unter? Es treibt noch irgendwo hin da. Cool, guck mal. Blub, 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 blub. Es segelt aber noch voraus. Mal hier Stopp. Stopp. Das letzte Schiff noch. Oh, die fliehen schon wieder. Ich mach mal schneller. Sehr schön. Sehr gut, Ceres. Nee, die Ceres fliegt. Wir sind rot. Ich vergesse das jedes Mal. Ceres wenden. Wir haben viel zu viel Verluste für unsere erste Schlacht. So, und jetzt draufschießen. Los, Feuer frei. Sehr schön, sehr schön. Genau. In die Zange ballern. Hat der KI anlassen. Wir haben ja gesagt, Zeit ist unser Dingensmoment, ne? Dann sollten wir vielleicht mal zur Küste fahren. Und da mal hinne machen. Jetzt haben wir bestimmt ein Problem. Ein Abpraller, ein Segel getroffen. Und weiter feuern. Nicht vergessen. Sehr schön. Die haben immer, die sind auch immer noch sehr stark. Ah, ich wollte gerade sagen, habe ich da nicht mehr viele Kanonen? Ah. Ah, sie brennen. Hoffentlich explodiert gleich das Munitionslager. Nur nicht, wenn ich daneben bin, bitte. Jetzt kommt der Flintenbeschuss. Hurra! Ceres geht schon wieder was ab.
Ich glaube, die jubeln bei einem kritischen Hit, ne? Irgendwann muss doch mal untergehen hier. Sehr schön, dann 20er, sehr schön. Bum, bum, bum. Nicht mich treffen, dankeschön. So, wie sieht's hier aus? Da anlegen, da anlegen und da anlegen. Alle Mann voll auf Kraft voraus. Wir sind hinter denen, dann können wir den schön in den Reihen latzen. Genau, zieh dich bloß zurück oder gib dich oder was auch immer. Dorset Plymouth Sandwich. Sandwich. Es muss jetzt aufhören. Ich muss jetzt andersrum segeln. So rum. So, holt ihn euch mal an. Plündern ist auch gut. Ich meine, Dingseln. Macht ihn mal weg. Wir konzentrieren uns dann mal auf die... Oh Mann, die Ceres ist schon ziemlich im Eimer. Ne, nicht mehr die andere Seite zu drehen. Ceres muss weg. Ceres haut bloß ab. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall schon schlauer für die nächste Schlacht. Ihr trefft doch gar nicht, ihr Lappen. Oh, jetzt nicht mehr schießen, bitte. Dankeschön. Da, lange macht ihr nicht mehr mit. Okay, die sind da. So, nächster Schritt. Landung. Deploying, deploying und dann... Rechtsklick, richtig? Cool, guck mal, das ist in den Boden. Das habe ich in so einem Video gesehen. Hier gibt es ja Tutorial-Videos. Wir haben bestimmt auch noch welche auf den anderen Schiffen. Ceres soll erstmal hier landen. Ne, ne, nicht die. Die sollen da landen. Los, Männer! Paulson. Hadley. Berkeley. Bailey. McDonald's. Mann, ich muss denen eigentlich mal wieder einen Namen geben, so wie ich das damals immer gemacht habe. Ich glaube, die haben auch noch einiges an Truppen an Bord. Leute, wir machen die Schlacht in zwei Parts. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Alles klar? Also, haut rein.